Jü, da wären wir wieder. Und ich habe Antworten bekommen. Vielen Dank dafür. Also zum einen, Jetpack-Energie ist noch okay, ja. Zum einen der Auto-Packager. Der funktioniert ohne Interface, was mich ein wenig irritiert hat. Aber er funktioniert nur, wenn er Kisten hat. Das heißt, das Ding muss hier weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Und wir bauen das ganze Ding woanders auf. Wo? Also erstmal hole ich zwei Kisten. Dann brauchen wir weiterhin die Importe und die Exporte. Das ist soweit okay. Und dann nimmt das Ding alles, was in der linken Kiste ist, tut das bei sich in den internen Storage, versucht es dann entweder in einem Vierer-Grid oder in einem Neuner-Grid zu kombinieren. Und wenn das geht, schmeißt er das rechts in die andere Kiste. Okay. Ich brauche nur zwei. Ach so, und ich brauche jetzt nochmal die ganzen Dust-Sachen, ne? Warum rüttelt das hier so komisch durch die ganze Zeit? Irgendwas ist hier komisch. Sort by Item ID? Nö. Sort by Number of Items. Das ist wesentlich ruhiger. Ja, sehr schön. Genau, Dust. Habe ich das schon gemacht? Okay, Iron? Hier, gib mir. Einer davon müsste reichen. Den gib mir noch. Copper. Ah ja, sieht schon besser aus. Copper. Das da. Das da. Das da. Ich brauche auf jeden Fall einen Precision Exporter. Ja, ist es auch gut. Und einen Toast. So. Also, da ist die Wand. Vor der Wand sollte immer ein Slot frei sein. Das heißt, das kommt weg, 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 das kommt weg. Hier kommt jetzt der Packager hin. Dann kommt hier die Eingangskiste hin. Und da die Ausgangskiste. Die brauchen keinen Strom, aber ich lasse das. Na wohl, warte mal. Ich packe einfach noch was dazu. Nee, so. So ist okay. Dann kommt hier der Importer hin. Also ich hoffe, dass die Richtung ist richtig, sonst drehe ich das Ding einfach um. Das müsste dann passen. So, du exportierst bitte das da, das da. Das ist das Gleiche. Das da. Da in die Kiste. Das müsste sich jetzt schön langsam füllen. Ich kann das später so einstellen, dass es auch stackweise exportiert, aber jetzt erstmal sollte das so reichen. So, dann müsstest du das jetzt. Müsstest du das jetzt nehmen und da reintun? Ich mach den mal kurz weg, einfach nur um zu gucken, ob es klappt. Und ich hasse. So, weg zuerst der Hand. So, es hat ganz viel Strom. Ah, es arbeitet. Wow. Es arbeitet sogar richtig schnell. Okay, du exportier mal stackweise. Flop, 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 flop. Okay, was passiert hier? Ja, super. Das Ding ist richtig abgefahren. Von wegen mit den Patches wird das schwieriger. Ah, okay. Also ja, das erspart uns jetzt alles. Die hier können wir alle knicken. Klick, klick, klick. Her mit dem Zeug. Klick, klick, klick. Klick, 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 klick. So, ganz viele Exporte und Importe für mich zum Rumspielen. Dann brauchen wir nur noch eine Verbindung von dem Ding zu dem Ding. Und das da kann weg. Und hier können später noch irgendwelche anderen Maschinen hin. Wir finden bestimmt noch irgendeinen Verwendungszweck dafür. Eventuell brauchen wir auch. Ah, stimmt eigentlich. Wir könnten hier noch ein Precision Exporter hinbappen, weil die paar Slots, die hier drin sind, werden nicht reichen. Ich werde jetzt mein Inventar ein bisschen ausmüllen. Da werde ich mir jede verdammte Metallart raussuchen und die hier reinbappen. Das ist irre geil. Okay. Du da. Weg, 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 weg. Komische Schuhe. Weg. Kabel. Ah, Kabel. Okay. Weg, 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 weg. 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 Oh, und das mit den Platten. Also man muss wohl dem Jetpack entsprechende Platten herstellen. Also du kannst nicht ein super tolles Jetpack haben und eine gammelige Rüstung. Warum auch immer.
Das heißt, wir bräuchten jetzt ein goldenes Ding, um unser Jetpack aufzustufen. Aber ich denke, da wir jetzt 1122 Enderperlen haben, baue ich gleich oder demnächst zwei von den besten Jetpacks, die es gibt. Dann ist das Rumfliegen auch wesentlich einfacher. Ihr habt das vielleicht gerade gemerkt, als ich hier gebastelt habe. Ich bin mal so hoch und dann nach da und dann nach da und also es ist schon gut, das Jetpack, was wir jetzt haben, aber es ist trotzdem noch recht schwierig zu steuern. Ich hoffe mal, mit dem Besten ist das ein bisschen anders. Also ja, du kannst zurück, du kannst zurück. So, ich gehe jetzt von oben nach unten unserem E-System durch und guck, was wir alles kombinieren wollen. String könnten wir kombinieren, will ich aber nicht wirklich. Aluminium. Gold. Dich nicht, dich nicht. Ja, was haben wir hier? Platin. Immer her damit. Kohle könnten wir komprimieren, will ich aber nicht. Platin schon wieder. Ganz schön viel Platin. Noch mehr Platin. Ich sehe ein Muster. Pulverized. Bist du das richtige Pulverized Tin? Ich glaube schon. Es gab nämlich mehrere Arten von Pulverized Tin. Das ist ein wenig komisch. So, du da. Und schon haben wir mehr als die 6 oder 8 möglichen Export-Slots. Also brauchen auf jeden Fall noch einen Precision-Exporter. Du noch? Wollen wir die Steine zu Cobblestone machen? Nee, komm, das ist ein Unikat, das ist okay. Damit können wir irgendwelche Gegner beschmeißen. Oh, die Quicksilver-Dinger, die wollte ich noch machen. Du da, runter, du da. Wir brauchen zigtausend Exporter. Hätten wir das alles mit Cyclic-Assemblern gemacht, oder wie die heißen, das wäre übel geworden. Richtig übel. Du da, du da, du da. Da haben wir noch Silber. Ja, komm, warum nicht? Nickel. Quicksilber, so. Dicht gebombt. Okay, da. Exporter. Und ich hätte gerne. Ich vergesse immer den Namen von diesen Dingern. Aber es waren Golden Assembly irgendwas. Aber man konnte nicht nach S suchen. Okay. Oldschool. Apply. Nein, nicht wirklich oldschool, aber die einfachste Methode. Basic Processor heißt das Ding. Ist doch nicht so schwer zu merken. Da, Processor. Stellst jetzt zwei davon her. Schmeißt das da rein. So, du gehst weg. Okay. Du exportierst jetzt in die Kiste. Von hinten, von da. Du wirst damit verbunden, du wirst damit verbunden. Das sollte fürs Erste reichen. Also, sortieren wir das mal einigermaßen. Ach, Mist. Sortieren wir das einigermaßen nach Metallen und schmeißt das eine Ding da weg. Also, kein Bummi. Copper. Da ist Copper. Wo ist das Copper Dust Zeug? Also wird automatisch schon weitergeschoben. Okay. So. Erster Exporter. Du hast Copper. Da ist doof. Keine Fack. Nein, keine Fack. Copper. So, mit Copper sind wir fertig. Haben wir von irgendwas noch drei? Gold, 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 Gold. Okay. Copper und Gold. Und schon geht es mir weiter auf. Das heißt, hier könnten wir Sachen reinpacken, die nicht metallisch sind, wie das da zum Beispiel. Okay, jetzt sortiere ich Copper und Gold aus, damit ich nicht durcheinander komme. Also, du kannst wieder rein, Gold kann wieder rein. Du kannst wieder rein, du kannst wieder rein. So, dann sortiere ich das so zurecht, dass gleichartige Sachen nebeneinander sind. Sappel hier Platin, 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 Platin. Silber nicht, Nickel nicht, Tin. Den schaut gut aus. So. Du. Zweiter Exporter. Blei, Blei, Blei. Platin, Platin, Platin.
Und ich werde das gleich übergreifend machen müssen, aber. So. Das heißt, es fehlt noch Aluminium, es fehlt noch Silber, es fehlt noch Nickel und Eisen. Eisen ist dezent wichtig. Kann man nicht anders sagen. Ja, so, du. Nickel, Aluminium, Silber, Eisen. Eisen, krümeliges Zeug, Eisen, pulveriges Zeug. Silber, krümeliges Zeug, Silber, pulveriges Zeug. Ja, dezent viel Metall, ha? Können wir schon fast langsam mit aufhören. Das ist ein komischer Zustand. So, krümeliges Zeug und noch Aluminium. Krümeliges Zeug. So. Das wird nicht aufgehen. Du. Eisen. Ein Teil von Aluminium. Das Krisselzeug muss noch woanders hin. Das Krisselzeug machen wir damit hin. So. Das heißt, wir müssen jetzt noch Nickel und Silber unterbringen. Ah, habe ich zweimal Silber. Mist. Okay, Nickel, Krümelzeug und Nickel das. Also wir brauchen jetzt noch die drei Silbersachen und einmal das Pulverized Nickel da. Also wir brauchen noch einen Exporter. So, wie ist das gute Ding jetzt? Processor. Pros da. Du dahin, du da, ihr alle weg. Und das letzte Silberding finden. Silber, das da. Okay, dann hätten wir eins der beiden Sachen schon mal erledigt. Also ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, das da funktioniert nicht, das da funktioniert nicht. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Passt nicht. Und dann kümmern wir uns gleich um die Jetpacks. Passt nicht, okay. Da. Geh, raus da. So. Und Silber, Nickel. Alles ruhig. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Genau, Fackeln. Nimm die Fackeln da mal raus. So. Das Ding muss schneller arbeiten. Ja, Junge, du hast eine Weile ausgesorgt. Also, das Ding lassen wir arbeiten. Super kompakt, super effektiv, super duper toll. Jetzt die Jetpacks. Jetpackel. Da. Resonant Jetpack will ich haben. Dafür brauche ich Endirium. Dafür brauche ich zwei Resonant Thrust Fliegedinger. Dafür brauche ich noch mehr Endirium. Und die Dinger hier brauchen auch Endirium. Und ne, die brauchen nicht die Dinger, okay. Und Magnetic Dynamos, das ist wohl nicht ein Problem. Electrum Gear, ich glaube, wir hatten vor kurzem Electrum hergestellt, das müsste okay sein. Endirium, daran hängt es erstmal. Das heißt, wir brauchen Endirium Blend und Pyrotheum. Endirium Blend ist Shiny Metal und Tin. Okay, das ist ein Problem. Wir haben nämlich gerade gesagt, dass wir Tin kombinieren wollen. Gucken wir, ob es damit auch geht. Und Shiny. Nö, geht nicht. Was? Moment mal. Du. Achso, plus Resonant Ender Bucket. Okay. Dann hätte ich gerne Augen. Die leider nicht hochstecken. So. Ja, dann haben wir ein Problem. Dann müsste ich... Also wir haben hier ein Magma Crucible, der ist... Nee, ist nicht leer. Ich könnte so einstellen, dass ein Magma Crucible zwei Fluid Transposer befüllt und je nachdem, was wir brauchen, mache das eine oder das andere. Aber das wäre hier zu viel rumgebastelt. Ich glaube, ich baue einfach nochmal ein Magma Crucible und mach nochmal einen Fluid Transposer, der dann nur für Enderperlen da ist. Also, ich hätte gerne das Zeug in meinem Inventar.
Ich hätte gerne ein Fluid da. Fluid Storage Unit, nein, Fluid Transposer. Haben wir dafür alles? Jo, fertig, sehr gut. Die Cyclic-Dinger können weg. Dann war das andere ein Magma Crucible? Magmatic Crucible. Glaube ich. Zu viel Zeug. Irgendwas elektrisch aussehendes und vorbeigeklickt. Okay. Magmatic. Soll lieber nach Crucible gucken, ha? Huh? Jupp, weil das hieß nicht so. Cruise. Schon besser. Magma Crucible. Ah, okay. Netherbricks könnte ein Problem sein und ein Leadstone Energy Cell Frame, wenn wir nicht vorrätig haben. Okay. Redstone Block, genau. Wir haben so viel Redstone, das ist absolut kein Problem. Wir machen einfach ein paar Blöcke draus und dann ist gut. So, Blei haben wir, Glas haben wir. Eins. Ich baue gleich mal drei. So, damit wir die vorrätig haben. Für was auch immer. So, ich habe hier zu viele Fackeln bei mir drin. Da, da, da. Was brauche ich noch? Ich brauche einen Exporter für Enderperlen. So. Ich brauche keinen Importer oder sonst irgendwas. Das machen wir alles von Hand. Ja. Ja, Stromkabel brauchen wir noch, ne? Conduits. Da. Und ein Plätzchen. Hier. Richtig schön eng. Dann kommt das Ding. Ich stehe in einem Schild.